Hallo, ho, 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 ho. Heute spielen wir Satisfactory. Eigentlich wollte ich was anderes spielen, zum Beispiel Gothic, aber ich habe übelst Bock auf. Satis. Also, wird jetzt gespielt. Also wir müssen hier runter. Das ist ein bisschen Usche-Arte. Sieht das denn hier aus? Verbrauch? Okay, nice. Zug lang und dann hier oben mit dem Zug lang, so dass man dann hier eine Abfahrt macht. Also hier lang. So, dann fahren wir erstmal darüber. Und bauen da einen Turm auf. Ach, guck mal. Entweder man fährt direkt hier rein und dann dahin. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, dass wir hier hinten ein bisschen was bauen werden. Oh, und wir können das Mam ins Mam nochmal rein. Kann ich das irgendwie einblenden lassen? Schwere Rahmen.
So, da müssen wir nämlich rauf. Aber da denke ich gerade, macht es Sinn, wenn wir... Ha. Oh Gott. So. Da fährt der Zug lang, dann könnte man hier so einen einfachen Bahnhof hinsetzen mit einer Abfahrt. Und hier ist ein Vorkommen. Oh Gott. Oh, ich habe noch nicht mehr Munition. Hm. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wir brauchen Mam und eine Werkbahn. Okay, dann machen wir mal.
Okay. Okay, das hat nicht funktioniert. Okay, das vielleicht. Okay, das hat geklappt, so. Nice, das hat geklappt. Architekt. Thank you.
Okay. So, wie bauen wir hier weiter? So, ich guck mal eben auf die Karte. Also, ich brauche noch 2 Kohle und 2 reine Erzquellen. Architekt. Hat das geklappt? Ja! Nice! So, Wände. Thank you.
8 Meter. So, hab ich Wände? Nee. Ist das Architektur? Okay, das ist zu groß. Okay, das hauen wir doch noch mal weg.
Ha. So, und wir hatten doch hier schon diese geilen Fundamente, oder? Quarzsand, okay, und alternative Eisenlegierung. Noch was? Hier unten, da darf ich jetzt mal gucken gehen, ob man da so durchkommt. Auf jeden Fall ist hier eigentlich noch ein Katerium vorkommen. Nee, das war ja hier. So. Oh. Bauxit rein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Eine weitere Merkosphäre, das ist schon mal gut.
So. Guck mal, ja, nice, das dürfte gehen. Wenn ich dann so, so. So, zwei Kohle, zwei Quarz. Oh. Oh Gott, das ist ja schlimm. Okay, dann könnte man hier mit dem Zug lang fahren. Nee, doch nicht. Ich habe mir da voll die Gedanken drüber gemacht, wie ich das geschickt machen könnte. Und jetzt sind wir hier. Tja. Also, eine Idee ist dann, hier ist ja noch Kohle irgendwie. Oh ja. Ah, du bist gejoint. Okay, such die. Na, such die. Hast du deinen Ton aus? Oh, Ma'am.
So. Da ist echt nur Müll dabei, ey. Also ich höre dich nicht, ich sehe mich aber sprechen. Schauend. Ja, bei mir ist noch richtig alles Bei mir ist noch alles richtig eingestellt. Ist Discord viel... Hallo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hello, Darkness, my old friend. Hallo? Hi, hallo? Hi, ich höre dich. Ja? Okay. Steam. Hörst du mich jetzt? Test, Test, 1, 2. Ja, bei mir ist es genau andersrum. Broadcast Remix, Mike, geht, wird darüber übertragen. Weil sonst wird man mich auch nicht im Steam hören. Hello, Dragonfire! Na? Test, 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 Test. Moment. Test. Oh Gott. Hörst du mich jetzt? Ich hab bei mir einfach die Dingsens geändert. Oh. Die Sprachausgabe bei Steam. Okay. Okay. Aber es ist gut, dass ich dich noch höre, als ich den Stream gerade mal auf stumm gestellt habe. Okay. Aber warum funktioniert Discord denn nicht richtig? Vielleicht hat das auch einfach nur eine Störung. Warte. Discord-Störung. Gemeldete Ausfälle. Nutzerberichte deuten auf ein Problem von Discord hin. Sprache hat ein Problem. So, ich mache mich dann jetzt mal auf den Weg zu meinem Ressourcenfeld, wo ich hin muss. Das ist nämlich am anderen Ende der Map. Okay.
hast du gesehen, dass hier zwei Schwefelfelder sind? Die sind aber unrein. Die bringen mir nicht so viel. Okay. Weil ich bei einem normalen Schwefelvorkommen mit einem voll übertakteten MK2-Miner schon nicht auskomme. Der produziert genau die Hälfte von dem, was ich brauche. Das ist schlecht. Ja. Und was genau brauchst du? 600 Schwefel die Minute. Nee, das Endprodukt. Achso, verdichtete Kohle. Moment. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe da was gesehen. Verdicht. Es ist übrigens ultra komisch, dass du so leise bist. Normalerweise schreist du mich förmlich an im Discord. Okay. Ich kann dich auch anschreien, wenn du willst. Nee, ich musste dich aber auch viel, viel lauter machen. Ah, da kann ich lauter machen. Ja. Ich mach dich mal auf 200%, vielleicht höre ich dich dann anständig. Ja, bei mir schwankt das auch die ganze Zeit, weil... Ja. Oh, ich bin auch gleich fertig mit Essen. Oh, alles gut. Ja, dann... Auf zum Schwefelvorkommen. Das war da ganz unten in der Ecke irgendwo, ne? Ja. Da ist nämlich auch noch, sind noch zwei reine Kohlevorkommen. Die ich auch ganz gerne noch mit abgrabbeln würde. Wäre das dann transporttechnisch nicht einfacher? Du baust alles unten schon zusammen und schickst es dann per Drohne weg? Weil du sagtest ja, du brauchst 600 Kohle und 600... Ja, wahrscheinlich wäre das, wenn die beiden Vorkommen direkt nebeneinander liegen, wäre das wahrscheinlich tatsächlich einfacher, dass ich direkt die verdichtete Kohle hier hochschicke. Genau. Scheiße. Was los? Ja, ich habe einen falschen Fehler gemacht. Oh. Das ist nicht gut. Wie? So. Weißt du, ich ziele genau auf den Felsen und er wirft halt 2 Meter daneben. Okay. Ich habe wirklich genau auf den Felsen gezielt. Kannst du mir nicht erzählen. Und zwar mitten drauf. Er wirft halt trotzdem vorbei. Okay, das ist ein wenig lustig. Also jetzt nicht, ob ich das als lustig bezeichnen würde. Schon. Ja, wir haben ja genug Sprengstoff, ne? Oh ja.
weil ich gerade, wenn ich mir das so angucke, meine Stimme kackt schon wieder die ganze Zeit ab. Meine Güte. Kotz dich jetzt aber aus. Ja. Wäre das auch eine schöne Zugstrecke, so durch den roten Wald durch? Ja. Dragon, du kannst entweder, wenn du ein Radarturm gebaut hast, einfach die Maus da drüber halten und dann kriegst du es angezeigt. Oder du gehst auf diese Webseite hier und lädst da dein Safe Game rein und dann kannst du auch sehen, ob das rein ist. Und oder du läufst zu der Quelle hin und guckst sie mit freier Hand einfach mal an. Habe ich fast die Mörsersphäre vergessen mitzunehmen. Was? Dieses Sakrileg. Entschuldigung, wir müssen das auch wieder auf den Weg und holen. Scheiße, wo waren die jetzt hier? What the fuck? Entschuldigung. Alles gut. So. Oh. Straight up vorbeigelaufen. Nice. Och nö, sind die unter mir. Was ist hier, dass hier ein großes Moppelchen und eine große Fliegenfalle rumsteht? Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Oh. Time to say goodbye. Was? Oh. Verlass uns nicht, bitte. Oh. Dragon. Und zwar, wenn du Oh, ich bin erst da. Oh Gott. Geh doch. Kackviech. Wait a moment. Dann kann ich dir das zeigen. Und zwar, du baust da ja Miner unterschiedlicher Stufe drauf, damit du die Ressourcen bekommst. Wir haben jetzt Miner MK2. Und wenn ich den hier draufsetze und den mit Strom versorge, produziert er mir 240 Rohquarz. Diese 240 Rohquarz, ich glaube, die Hälfte ist ein durchschnittliches Vorkommen. Und dann geht es immer weiter abwärts. Es gibt, glaube ich, noch rein, durchschnittlich, nein, unrein, ich bin gestorben. Und verschmutzt. Stahlgussplatten. Ach du Kacke. Oh, Plastikpost, Katheriumdraht gleich 7 Platinen. Oh, ich habe keine Festplatten mehr. Den Unterschied zwischen Reihen und so, wie viel die fördern können mit den verschiedenen Miner-Stufen, kann man sich auch ganz gut auf der Map anzeigen lassen, indem man mit der Maus über die Ressourcenvorkommen geht.
Da zeigt er dir genau an, wie viel ein Miner auf welcher Ressourcenquelle macht und wie viel das ausmacht, wenn du die übertaktest. Auf der Nummer. Oh ja, siehe. Nice. Das ist echt ganz gut. Dann kannst du dir nämlich genau ansehen, wie viel du schaffst. Deswegen weiß ich auch, wie viele unreine Erzquellen ich benötigen würde. Und wenn ich da einen MK3-Miner draufstelle oder MK2 und den voll übertakte. Muss ich ja zugeben, hätte ich keine Lust drauf. Ja, Kohle braucht man an sich auch nicht viel. Weil du brauchst die Stahlrezepte. Da brauchst du Kohle am Anfang. Und wenn du irgendwas mit Sachen machen willst. Mir fällt es gerade nicht ein. Wenn du... Oh mein Gott. Ich lauf weg. Wenn du was mit... Das hätte ich auch besser getan. Wie Manie zum Beispiel mit verdichteter Kohle machen willst. Ja. Und wenn man so übertreibt wie wir, dann braucht man halt auch entsprechend viel Kohle. Also so 600 Einheiten pro Minute. Genau. Für den Turbotreibstoff. Ja, richtig nice. Kommt die Kacke hier einfach vom Himmel gefallen. Was? Die Megaspinne. Bleib mir fern. Ui. Ah. Gott sei Dank. Aber es ist vielleicht ganz praktisch, wenn ich die verdichtete Kohle komplett auslager von der Produktion her. Weil dann kann ich da, wo ich das Gebäude, also die Fabrik geplant hatte, dann den Übersichtsturm hinbauen mit der Stromverwaltung. Und über den einen Krater würde ich dann die kompletten Turbo-Generatoren, ja nicht Turbo, hier Treibstoffgeneratoren aufstellen. Ja. So, und dann muss ich ja noch die Gummi- und Kunststofffabrik bauen. Aber die baue ich ganz zum Schluss. Weil die 100 Treibstoffgeneratoren verbraten schon Unmengen an Ressourcen. Ach, Ivo. Das kleine bisschen. Kleine bisschen. Ich habe ein gelbes Elektroschneckchen übersehen. Dass ich den Weg nochmal laufen muss. Ich wollte gerade sagen, irgendwie lässt du nach, ne? Ja, irgendwie schon. Ich bin nur auf mein Ziel fokussiert und ignoriere alles um mich herum. Das ist nur so mittelmäßig gut. Schlimm. Richtig schlimm. Ja, es tut mir leid, ich versuche es zu bessern. So viele Nüsse. Was? Ich laufe hier gerade durch den roten Wald und gefühlt alle 2 Meter steht so ein Nussbäumchen. Ach so. Irgendwas, um mich wieder aufzuheilen. Nachdem ich gerade einen Alpha Kevin erwischt hat.
Kevin kann da auch nichts für. Das Problem, ich bin zu einer Mörser-Sphäre hingeflogen und mir wurden da keine Viecher angezeigt. Als ich da gelandet bin, ist er auf einmal vor mir gespawnt. Das fand ich nur so mittelmäßig cool. Überhaupt keine nachvollziehbare Reaktion oder sowas. Und dass man das nicht cool finden würde. Ich habe gar keine Ammo mehr. Ja, cool. Ja, das Problem habe ich auch gerade. Liegt nämlich komplett mit meiner Todestruhe ganz unten. Geht doch. So, das will ich noch mal eben nachgucken. Schade. Ich hatte ein wenig die Hoffnung, dass man einfach sagen kann, ich will keine Viecher mehr haben, aber das geht nicht. Ja, ich meine, wir brauchen die ja sowieso für die DNR-Kapseln, da ist schon wieder so ein Alpha Kevin. Ja, aber jedes Mal, wenn das Spiel zurückgesetzt wird, oder eine gewisse Zeit vergeht, sind die Viecher wieder da. Auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Gedärme gefunden. Oh, ich habe eine Stickstoffgasquelle gefunden. Junge, jetzt aber. Leuchtet voll. Ja, die brauchen wir später. Ja. Muss ich ja sagen, habe ich jetzt schon keine Lust drauf. Ach, Pipalapup. Wie Pipalapup? Du denn? Was? Oh, Strahlungslevel, Hilfe! Hilfe! Oh, hier kommt so ein strahlenverpestetes Vieh angerannt. Ja, an sich ist das nicht schlimm. Ja, doch, ich habe Schaden bekommen dadurch. Tja. It happens. Ja, genau, sehe ich auch so. Mal. Ich jetzt das Elektroschneckchen hier abfarmen. Sagt, halt deine Spucke für dich. Einer mag dich. Ach, noch ein Alpha Kevin. Wie kann er mich hinterm Baum treffen? Ist Käfer. Bin gleich tot. Will doch noch nicht sterben. Ding ist, da hinten sind Festplatten, die ich gerne hätte. Was? Mhm.
Ja, damit hat er nicht gerechnet. Oh Gott, jetzt sind die auch noch zwei von den dicken Viechern. Eine Güte, das sind auch Alphas. Ja. Und bewachte Festplatte, muss ich sagen. Was zur Hölle hat mich denn jetzt hier hochgeschoben? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Drei Alphas. Also vier insgesamt. Leck mich im Arsch, können die einen hochschreiben. Oh, Elektroschränkchen. Ich hätte die Festplatte jetzt wirklich gerne. Da muss ja was Ultragutes drin sein, wenn die so stark bewacht ist. Also mit vier Alphas habe ich das noch nicht gesehen. Sag mal. Von wo? Ja. Jetzt sag mir nicht hart von hinten. Nee, jetzt ohne Scheiß. Von wo kam das? Oh, ich habe kein Plastik mehr. Ich keine Nüsse. Okay. Wenn ich angsteinflößend bin, sind die Viecher bestimmt schon weggerannt. Nice. Nummer 1 und Nummer 2 sind tot. Und Nummer 3 jetzt auch. Wenn da jetzt nicht ein super, ober, mega, duper Ding drin ist, dann weiß ich aber auch nicht. Geh mal weg hier. Ich muss den Panzer aufheben. Ach da. Oh ja, hier sind verschmolzene modulare Rahmen. Die hier rumlagen. Und schwere modulare Rahmen. 25 Stück. Nice. Oh, ich brauche Kühlsysteme, um die zu öffnen. Das ist Kacke. Ich markiere mir das mal. Ich bin schon so weit gereist und noch so weit vom Ziel entfernt, das ist unfassbar. Oh, jetzt habe ich keine Stahlträger mehr. Oh.
Katze! Och, noch mehr Katzen. Oh nee, Alpha-Katze. Mann, ich mag das doch nicht. Eigentlich war ja der Plan, nur zu bauen und eine Base zu bauen. Ja, also das hier war definitiv nicht mein Plan. Ich wollte eigentlich nur zu der Ressource-Node, aber hier ist so viel noch unterwegs. Tja. Dem ich natürlich nicht Nein sagen kann. Dass ich hier drin auch alles noch absammeln muss. Das ist nur eine Wasserquelle, das ist mir relativ egal. Eigentlich wollte ich das alles morgen im Stream machen. Oder Donnerstag im Stream. Jetzt lass mich das doch bitte aufheben. Hat ja sehr gut geklappt. Ja. Und wie kommt's? Konnte mich mal wieder nicht zurückhalten. Ah, okay. Alter, zwischendurch kann man ja mit dem Auto echt kacke fahren. Ich nehme gar nicht. Ich bin schon wieder tot, ich krieg's Kotzen. So schlecht. Ja, vor allem, weil ich wirklich am Arsch der Welt bin. Ich bin fast am Ziel.
Oh ja. Nehmt ihr auf jeden Fall Munition, Treibstoff und Nobulisten mit. Ja. Das bricht doch schon wieder hin. Holst du gerade Treibstoff? Mhm. Oh. Sonst hätte ich gesagt, hol ich eben Treibstoff. Ach so, nee, ich bin schon unterwegs. Bringst du mir was mit? Na klar, wie viel? Moment. Ein Paket. Mhm. Oh, wie viele Kühlsysteme brauchtest du? Boah, weiß ich nicht mehr. Ich hätte noch 17 Stück im Angebot. Nee, ich glaube, ich brauchte 20 oder so. Verdammt. Und auf ein erneutes zu meiner Todeskiste. Wo hast du den Treibstoff hingepackt? Ich bin auch auf dem Weg zum Ammo-Lager. Ich bringe den gleich zur Base. Ah, okay. So, erstmal eine Packung Nobelisken. Ich nehme mal 2 mit. Obwohl, nee, ich habe nicht mehr so viel Platz, wenn ich den Rest von meinem Inventar wieder habe. Naja, der kannst du einfach wegschmeißen. Die werden ja zum Glück en masse produziert. Bist du gerade in der Hauptbase? Ja. Dankeschön. Schön. So, jetzt fliege ich aber von hier aus direkt los, weil dann habe ich noch ein bisschen Karte, was ich mehr mit aufdecke. Ja, macht definitiv Sinn. Vielleicht schaffe ich es ja heute, mit der Base noch anzufangen. Ich überlege gerade, würde es nicht vielleicht... Nee, ich muss erstmal den Ort genau finden, wo ich das hinhaben möchte. Ich wollte gerade sagen, vielleicht macht es Sinn, wenn ich direkt schon eine Hypertube dahin bastel.
Weil ansonsten muss ich da nochmal hinreisen. Mhm. Aber ich muss den Ort erstmal finden und ich will jetzt nicht einfach quer durch die Prärie so eine Hypertube langlegen. Nee, würde ich auch nicht. Also ich hatte schon die eine Idee, die ich hatte, war einfach dann in die Richtung ein Katapult zu bauen. Mhm. So dass man grob in die Richtung fliegt und dann in der andere Richtung, also wenn du da bist, dann Richtung Base noch ein Katapult zu bauen. Ja. Komm auf jeden Fall mit reichlich Elektroschneckchen zurück. Sauber. Ich hatte auch noch einen ganzen Haufen. Da fliegt ja auch noch ein ganzer Haufen rum. Hm. Ja, ach, wenn du deine Maus übrigens über den, oh. Wie heißt es gleich noch? Radarturm hältst, siehst du, wie viele Sachen noch in der Umgebung zu finden sind. Ja. Ich glaube, der bei uns in der Base steht, sagt aktuell 126 Schnecken sind noch zu finden. Oh, wow. Mhm. Doch. Nervige Viecher. Verstanden. Hm? Was sagtest du? Einverstanden, die Flora und Fauna ist sehr nervig. Das Zeug hier sieht aus wie Blut. Gut oder schlecht? Ich weiß nicht. Huh.
sind das denn für Viecher? Hab ich ja noch nie gesehen. Die Spuckensäure. Wow. Sahen die so aus wie lange Krabben? Ja, so ein bisschen blümchenhaft. Blau, rot. Okay, ja. Dann hatte ich die auch schon gesehen. Boah, ich glaub. Außer die Walviecher will einem hier auch gefühlt alles angreifen. Ja. Komm, der ist ein Strahlungslevel her, geh weg. Ich war wirklich ganz knapp vorm Ziel. Das ist sehr bitter. Aber du bist jetzt nicht nochmal gestorben, ne? Nein, nein. Noch nicht. Doch lebe ich. Okay. Machen Strahlung? Was? Ach nee, da oben ist. Vergiss es. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Hat's alle vier auf. Ach, shoot, ich dachte, ich hätte alle vier auf einmal erwischt. Sag mal, wie viel Sprengstoff hält. Nein! Nein! Schon wieder gestorben? Oh. Anscheinend ja. Auch ehrlich, das ist jetzt das dritte Mal. Ich hab keinen Bock mehr. Vor allem die Viecher, die respawnen ja alle. Ja, ja. Wenn du zu lange brauchst, ich glaube alle 30 Minuten oder sowas gefühlt. Sag mal, scheiße, ich brauch doch mein Zeug wieder. Und nochmal Treibstoff holen. Ich habe hinter mein ganzes Inventar voll mit Treibstoff. Ich nehme mal ein bisschen Treibstoff mit und pack den in eine Kiste rein, damit ich nicht jedes Mal so weit laufen muss. Ja, der wird ja zum Glück auch nachproduziert. Ja, ja. Und verbrauchen tun wir sowieso irgendwann. Ja, also deswegen, ich sehe da jetzt nicht so das Problem drin. Ja, da waren schon wieder vier kleine und ein großer. Ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel mich davon abhalten will, an die Quellen dran zu kommen. Kann ich überhaupt nicht. Ich werde auf jeden Fall direkt erstmal so ein Safe House hinbauen. Ja. Mhm. Okay, schade.
So. Oh, ich habe kein Plastik dabei. Ist das schon wieder dumm? Hey, ich bin 5 Meter weiter gekommen als letztes Mal. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Grund zur Begeisterung ist oder nicht. Aber, Glückwunsch. Ja, nicht so. Okay. Bin ich froh, wenn der Bums da hinten steht und ich da nie wieder hin muss. Ups, Entschuldigung. Oh, meine Fresse. Hat man gesehen, wie ich das Spiel verzogen habe? Nein, also ich habe nicht hingeguckt. Ich habe mich nur ein bisschen erschrocken. Okay, halbe Platten sind Kacke. Feststellung des Tages. Warum? Ach, dann gehen irgendwie die Snapping Points, Points verloren.
Was mich ein bisschen an dem Spiel aufregt, ist, dass er jedes Mal diese Kack-Animation für den Nobelisten machen muss. Yep. Das Nachladen quasi, meinst du, ne? Ja. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Schön, irgendwas bespuckt mich schon wieder mit Steinen. Ich würde sagen, das ist außerordentlich schlecht. Ich glaube, ich habe den Alpha tatsächlich noch erledigt. Mit der letzten Sprengladung. Nice. Definitiv. Danke für den Follow, Bertoladio. Dankeschön. Der läuft bei dir, wa? Jo. Willkommen im stillen Building-Stream. Ich sorge dann für die restliche Hintergrundbeschallung, aka Herumgeschreie, weil ich wieder aus unnötigen Gründen sterbe. Genau. Money ist auch mit am Start, aber... Mit Ström. Without the Ström. Ich muss hier jetzt gerade erstmal die ganzen Stinkefelsen wegspringen. Oh ne, hier ist Uran. Ich fall runter. Alles in diesem Spiel schreit danach, dass es mich hier nicht haben möchte. Bei Riesenmoppelchen wieder. Schön. Man hat ja sonst nichts zu tun, ne? Mhm.
So, wo genau sollen hier denn bitte die Quellen sein? Oh, wow, ich stehe direkt davor. Nice. Oh Gott. Guten Abend, Zuschauer. Hallo, nee, Zuschauer. Signale habe ich noch überhaupt nicht gesetzt. Das wird auch noch lustig. Ich bin, ohne irgendwas an Alien-Viechzeug im Inventar zu haben, losgegangen und ich habe jetzt 38 Panzer, 36 Gedärme und 2 von diesen Fliegendingern und 3 von den Spinnenteilen. Krass. Mad Respekt. Mhm. Und absolut alles, aber kein Platz mehr im Inventar. Durch die Höhle habe ich jetzt übrigens das Schönbauen aufgegeben. Hast du mich auf Lautsprecher? Was? Nein, der Hund ist einfach so laut, dass man es hört. Achso, nee, weil jedes Mal, wenn ich angefangen habe zu sprechen, kam der Hund. Man könnte einen Zusammenhang sehen. Ja. Also eben, als du dich so erschrocken hast, war es übrigens eine Katze. Oh. Da muss ich leider sagen, verständliche Reaktion. Ja, absolut. Ist ja gut. Muckelchen. Das Hundevieh macht mich wahnsinnig. Triffst du die Fliegen überhaupt mit dem Gewehr? Nee, überhaupt nicht. Nur wenn ja, man Glück hat. Ja, nämlich.
So, ich setze hier schon mal MK2 meiner hin, weil ich glaube, wenn man was baut, dann hören die nämlich auf zu spawnen. Ja, zumindest in dem Regionsabschnitt habe ich den Eindruck. Ja, und da die beiden Quellen direkt nebeneinander liegen und quasi auch direkt vor dem Spawn von den ganzen Viechern, habe ich die Hoffnung, wenn ich das hier hinbaue, dass nicht mehr spawnen. Ja. Finde ich vernünftig. Vielleicht funktioniert das, vielleicht werde ich bescheuert. Mal kicken. Selbst wenn es funktioniert, bist du bescheuert, aber das eine hat eigentlich auch gar nichts mit dem anderen zu tun. Wow. Ich dachte, ich sag dir mal das offensichtlich. Ich dachte, das wüsstest du schon. Nein. Freut es mich, dich aufgeklärt zu haben. Mich nicht. So, ich meine, das hier hinten, das muss ja auch erstmal noch überhaupt gar nicht schön aussehen. Kann man irgendwann machen, wenn es läuft. Dann kann man schön bauen. Mhm. Vorher nicht notwendig. Definitiv. Besonders so eine Kacke, die du gerade machst. Einfach nur auf Erkundungsmission gehen, in der Hoffnung, dass man irgendwie einfacher dahin kommt. Ja, ich meine, ich bin jetzt am Ziel und ich baue schon Miner und alles hin. Mhm. Aber wie gesagt, schöner muss das auch nicht aussehen, als dass hier Miner stehen.
Okay. Also langsam bin ich hier aus der Höhle raus. Sehr gut. Also. Ich habe die Bahnschienen da rausgeholt. Wo bist du gerade dran? Nach wie vor da wieder... Ah ne, du hattest gesagt, du bist schon am Aufbauen, ne? Ja. Da kann man ja nur genau, reich sein. Ich ziehe gerade erste Sachen, beziehungsweise ich habe jetzt... Moment, lass mich nicht lügen. 13, 14, 15, 16, 17, 18 Fabrikatoren platziert schon. Ach, holy... Ich habe mir überlegt, dass ich auch zwei mehr mache pro. Also, insgesamt anstatt 24, 26. Weil ich dann ein bisschen auf Überschuss produzieren kann. Dann produziere ich ein klitzekleines bisschen mehr. Und wenn ich die MK3-Miner dann anbinde, dann habe ich auch genügend Ressourcen, um mehr zu produzieren. Beziehungsweise eigentlich macht es jetzt für den Anfang noch keinen Sinn. Die MK3-Miner dauern sowieso noch ein bisschen, dann kann ich die lieber... ich werde ja sowieso wahrscheinlich noch öfter hinkommen. Dann kann ich lieber erstmal 2x12, also 24 bauen. Und dann nochmal zwei hinterher hinzufügen, wenn ich den MK3-Miner auch hinbauen kann. Weil jetzt gerade würde es mir nichts bringen, weil da keine Ressourcen ankommen. Ja. Naja, und du könntest schon starten mit Dingenskirchen. Energieproduktion. Scheiße, ich brauche Energie hier. Ja. Kann ich nicht einfach einen riesigen Strommast hier rüberziehen? Dann habe ich auch gleich eine Transportmöglichkeit. Ja, kannst du machen. Also ich glaube, das wäre das Einfachste. So habe ich das ja auch gemacht. Ja, bevor ich jetzt hier anfange und... großartig versuche, irgendwie eigene Stromproduktion hier aufzubauen. Nee, da würde ich schon an das Hauptnetz rangehen. Ja. Kann ich ja an dem letzten Punkt einen Schalter dran schmeißen? Nee, das gehört doch... Das ist doch ein Bestandteil der Energieproduktion. Oder nicht? Ja. Aber dann werde ich ja trotzdem in dem Controlling Tower hinterher für... Ja. Aber du könntest ja auch einfach von deiner Treibstoffproduktion aus starten.
dann kannst du jetzt später einfach umswitchen, würde ich sagen. Oh. So, jetzt hoffe ich, dass der Bums, wie ich den hier gerade baue, überhaupt funktioniert. Vielleicht sollte ich das mal austesten. Das habe ich mir nämlich gedacht. Das funktioniert nicht. Doch. Ich musste nur den Baumodus von gerade auf normal umsteigen, umändern. Ah, okay. Ja. Oh mein Gott. Keine falsche Schwäche vortäuschen. Ja. Oh nö. So. Ach ja, So, hatte ich erzählt, dass mein MRT-Bericht da war? Da oh, nee. Es ist genau das passiert, was ich gedacht habe. Mhm. Ich habe ein großes Gelenkshämatom. Aber sonst ist alles in Ordnung. Na dann. Ja. Aber deswegen kommt auch... durch das Gelenkshämatom wird das Gelenk auseinandergedrückt. Ja. Wodurch da eine Instabilität reinkommt. Mhm. Wodurch das Verletzungsrisiko, jetzt halte ich fest, höher ist, als wenn du das Kreuzband reißt. Oh, das ist natürlich ungünstig. Genau. Weil das, der Kreuzbandriss ist so eine, ich sag mal, eine einmalige Sache und danach ist gut. Mhm. Aber mit dem Scheiß hast du halt für mehrere Wochen was. Natürlich kannst du auch ein Gelenkshämatom bekommen, wenn du einen Kreuzbandriss hast. Aber, ja. Und nu? Ich habe Freitag erst den Termin beim Arzt. Ich war nur heute bei einem Chirurgen und hab das... Hä? Wie heißt es gleich noch? Ein PC repariert und hatte ihn mal gefragt, was das so bedeutet. Der so, ja, und ja. Ja. Ist halt praktisch, wenn man da arbeitet, ne? Ja. Finde ich auch. Oh, oh, nein, 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 nein. Irgendwie. Ja, wir haben schon wieder ganz lustige Sachen mit unserer IT. Das ist immer wieder was Neues. Jetzt können wir nicht mehr telefonieren, wenn wir im WLAN sind mit unseren Handys. Was zur Hölle? Ja, die Anrufe kommen nicht durch. Das kannst du auch keinem erzählen, ey. Ja. Heißt immer, wenn mich jetzt einer versucht, auf meinem Handy anzurufen, kommt der Anruf halt nicht an, wenn ich im Büro sitze.
Aber ich habe auch nur 5 GB Datenvolumen und wenn sich meine Cloud die ganze Zeit synchronisiert, sind die halt ultra schnell futsch. Deswegen bin ich die ganze Zeit im WLAN drin. Würde ich aber auch. Also bringt doch nichts, wenn du da dein komplettes Datenvolumen verballerst und dann keine Chance hast. Ja. Und keine Verbesserung. Ja. Und jetzt hast du auch noch einen Vorteil. Und das Problem besteht nicht erst seit gestern, sondern mittlerweile schon, ach, lass mich nicht lügen, bestimmt seit 3 oder 4 Wochen. Das ist ja super. Ja, und der IT würde ich so eine Bewertung geben, wie sie war stets bemüht. Oh. Das ist auch super. Ja, ich meine, die haben wirklich einen Arsch voll zu tun, aber so langsam wäre es halt echt cool, wenn mal was passieren würde. Ja, kann ich verstehen. Ah, und Zuschauer schrieb, und wenn er eine bessere Diagnose gegeben hätte, hätte er auch eine Tastatur und eine Maus bekommen. Nein, dann hätte er die Tastatur auch auf Deutsch bekommen und nicht auf Schweizerisch oder wie auch immer das heißt. Ja. Naja, aber hey, wenigstens hat er einmal auf den Bericht drauf geguckt, das hätte ja auch anders laufen können. Absolut. Warum läuft denn hier jetzt eine Katze? Wo kommt die Katze her? Stirb! Kartoffel! Jetzt die Frage aller Fragen. Eine echte? Nein. Obwohl ich schon mal was sehr Lustiges gemacht habe. Mit Katzen? Hm. Oh oh. Ich höre schon wieder eine Katze. Bin auch eben noch nicht da. Oh, Viecher. Immer diese Halluzination. Also sagen wir mal so. Wir haben hier ein kleines Katzenproblem. Ja. Und die scheißen dir hier halt alles voll. Und ja. Das halt nicht so geil im Garten. Ja, definitiv. Ja, und dann hat sich eine Katze gerade hingehockt. Die war wirklich, also die war bestimmt 100 Meter von mir entfernt. Vielleicht ein bisschen weniger. Okay, lass mal 50 Meter gewesen sein. Mhm. Und ich habe meine Software genommen. Ich glaube, die hat sich nur zu Tode erschrocken, weil die auf einmal was berührt hat. Ich hat kommen sehen. Ist hochgesprungen. Ich habe diese Katze hier auf diesem Grundstück nie wieder gesehen. Na, du darfst aber Tiere nicht mit Waffen abschießen. Eine echte Waffe. Naja, trotzdem. Eine Plastikkugel. Die können wehtun. Glaub mir, die war so weit weg. Ich war schon erstaunt, dass der Wind die Kugel nicht einfach weggepustet hat. Naja, trotzdem. Aber wahrscheinlich hat sie sich aber eher wegen dem Knall erschreckt. Oh, nein, der Knall, man hört den Knall nicht. Oh, okay. Oh ne, das ist ja eine Alpha-Katze. Oh nö. Ah! Böses Miezekätzchen. Böses Kätzchen. Kruzifix, wenn ich jetzt schon wieder sterbe, raste ich aus. Oh, 2 Alpha-Katzen, ehrlich jetzt? Tja, das kommt davon, wenn Katzen mit Software abschießt. Ich muss was essen. Ich muss was essen, sonst bin ich gleich tot. Ach nee, Moment, das war die ich geschützt habe. Alter. Ah, da ist noch irgendwo so ein Alpha-Kätzchen. Mix, mix. Ding ist, vor den Viechern bist du ja auch nicht sicher, die springen dir ja auf 5 Kilometern hinterher. Ja.
Traue mich nicht zu sagen, dass zweites Alpha-Kätzchen verschwunden ist. Oh Gott, der Knall war erst, als das Viech sich die nicht bewegte und die 45er genommen hat. Ja. Also Zuschauer, ich glaube wirklich nicht, dass Manni mit scharfen Waffen schießt. Nein. Obwohl, da kenne ich eine lustige Story zu. Der Vater von einer Ex-Freundin von mir, der hat Waffen, warum auch immer. Mhm. Und der hatte eine Ratte im Keller. Ja. Und hat mit Schrotmunition auf die geschossen. Was nicht das Intelligenteste war, was er getan hat. Weil Keller, geschlossener Raum, es war wohl so laut, dass er für 2 Tage nichts mehr gehört hat. Ich will jetzt nicht sagen, selber schuld, aber irgendwie fällt mir das dann doch etwas schwer. Aber sie hat ja die Katze in der Mikrowelle wiederbelebt. Oh Gott. Okay. Hört die explodieren so lustig, wenn man das macht. Okay. So. Ja, warte. So. Freunde, dann machen wir jetzt Testversuch Nummer 1. Wir versuchen mal Manni zu besuchen. Mal gucken, ob das klappt. 3, 2, 1. War das zu wenig Ansturm? Oh ja, war zu wenig. Ich bin gar nicht so weit gekommen. Oh, eine Merkasphäre. Okay. Okay, während der Arbeiten stellen wir lieber
3. So, Testversuch Nummer 2. Ups. Also das muss definitiv Dollar. Okay, aber ein gutes Stück haben wir eigentlich geschafft. Das ist schon mal nice. Dann können wir erstmal wieder zurückkehren. Obwohl. Wir laufen mal zu ihr hin. Und fangen mal an, schon mal Türme zu bauen. Und Summer Slow. Kann ich irgendwas wegschmeißen? Das ist schon mal nice. Oh, guck mal da. Nicht genug Platz. Oh. So, ich bin zurückgekehrt. Ja, ich bin dich fast besuchen gekommen. Oh. Arms? Hä? Herr Arms? Ich verstehe dich nicht. Ja, warum kamst du mich fast besuchen? Ach so, ich hab's nicht ganz geschafft. Mal was? Was war's geschafft? Ich hab's nicht zu dir hin, ganz bis zu dir hin geschafft. So. Au. Oh, eher. Zuhören. Ja, du hast am Anfang, wie kam... Kam's gesagt, ne? Ja, wie kam's? Also wie kam es, dass du mich fast besuchen kamst? Ja, und das kam nicht an. Oh. Ja, okay. Deswegen war das so, hä? Was willst du von mir?
Tüdelü. Aber der Weg hierher ist nett, ne? Ich hab keine Ahnung. Ja, auch zum Glück noch ein paar Mal gestorben. Ich zum Glück noch nicht. Du hast nicht rein zufällig Rotoren und verstärkte Eisenplatten, oder? Doch. Aber ich bin hier gerade beschäftigt. Gut. Ich komme dich gleich besuchen. Aber. Du hast ja auch die beschissenste Region rausgesucht, ne? Als hätte ich mir das ausgesucht. Klar. Hier ist halt direkt nebeneinander Kohle und Schwefel. Okay. Wo bist du? Oh. Gott, und hier auch noch fast abgestürzt. Where are you? Ah, da. Jo. Warte mal, hast du mir direkt Strom hier hingebracht? Noch nicht ganz. Das ist gerade mein Anfang des Rückweges. Ich dachte mir nur, ich leg dir Strom und so komme ich dann zurück, bis ich das Katapult ordentlich gebaut habe. Ah, könnte ich knutschen. Okay. So, wo bist du denn? Ich muss das nicht machen. Ich bin hier unten an meiner Werkbank. Ah. So, was brauchtest du? Rotoren und verstärkte Eisenplatten. Tü-tü-tü-tü. Schön. Ich hab dir mal die Festplatte, die oben war, geklaut, ne? Oh ja. Vollkommen okay. Okay. Also, ich ziehe dann gleich mal wieder von dann. Mhm.
der Kacke ausgesehen. Kann es sein, dass ich hier irgendeinen mal zu weit auseinandergebaut habe? Ja, den hier. Naja, egal. So. Jetzt geht's erstmal auf die Rückreise. Dankeschön. Bitteschön. Nicht sterben, okay. Ja, du musst, wenn du an einen dieser Pols kommst, oder wie auch immer man die nennen möchte, musst du in die Richtung gucken, in der du weiterfahren willst, sonst fliegst du einfach weg. Oh. Ja. Danke für den Tipp, sonst hätte ich wahrscheinlich geflucht und kläglich versagt. Einfach weil ich mich kenne. So. Oh, da ist schon der nächste. So. Man kann jetzt nämlich, wenn du kannst auf den Turm draufspringen und dann einfach total weit in der Entfernung den nächsten Turm setzen, wenn du die Verkabelung weitersetzt. Mhm. Oh, hier ist alles voll mit Giftpflanzen. Ich raste aus. Oh oh. Hoffentlich klappt das. Außerhalb der Range. Oh. Außerhalb der Range von diesen Giftstein. Kann die jetzt einfach mit Dingsens abwerfen. Nobulisten. So. Hier. Oh, da ist noch einer. Was hast du denn Feines? Aluminium Casings. Verdammt. Aber hier ist. Oh, verpackter flüssiger Biotreibstoff. Oh. Quarzoszillatoren. Platin. Hier ist echt alles voll mit diesen komischen Giftpflanzen. Ja, es ist ganz grauenhaft. Aber hier ist nochmal ein... wie heißt das? Eine Absturzstelle. Oh.
hier noch irgendwas Interessantes? Oh. Feschplatte. Ach, nutzen wir gleich mal die Chance. Lass es funktionieren. Kabel ist zu lang, verdammt. Lol. Es hat geklappt. Oh, man kann übrigens durch Blätter der Bäume fahren. Nice. Okay, ich sehe gar nichts mehr. Gott. Puh, er ist abgestürzt. Das ist noch eine ganz schöne Strecke, die ich mich hier bewegen muss, ey. Uliku. Geht ja mal gar nicht. Ja, das war leider die einzige Stelle, wo beide Vorkommen in der Reinheit direkt nebeneinander lagen. Oh. Sonst hätte ich auch lieber eine andere gewählt. Okay. Kann sein, dass einige Streckenabschnitte hier ein bisschen hart beschissen sind. Mhm. Oh, eine verseuchte Spinne.
Hilfe, noch eins, ey. Nett, hierher zu kommen, oder? Ja, ich weiß nicht, ob du... Oh. Du hast wahrscheinlich nicht meinen Weg genommen. Wahrscheinlich nicht, nee. Jetzt ist die Frage, welcher ist beschissener? Oh Gott, wahrscheinlich eher deiner. Weil die Viecher auch noch bei dir alle auf dem Boden rumlaufen. Mhm. Oh, das müssen wir beheben. So, sie haben Strom. Nice. Warte mal, bei mir? Ja. Nö. Nee? Nein. Also meine Maschinchen leuchten noch alle rot und ich habe die definitiv an einem Strommast angeschlossen. Ja, die leuchten auch rot. Die leuchten auch rot, wenn du kein Rezept eingestellt hast. Was macht denn? Aber da müsste ich doch zumindest mal Schwefel und so ankommen, weil da muss ich ja nichts einstellen, oder? Nee. Das dauert aber die Anfahrtzeit ist immer hoch. Und sonst wird's nervig. Will dich wirklich ungerne enttäuschen. Aber die meiner sind auch rot. Och, Menno. Okay, das reicht nicht aus.
Naja, aber du hast jetzt zumindest einen einigermaßen einfachen Rückweg. Und dann auf dem Rückweg gucke ich einfach mal, wo dran liegen könnte. Ja, hast du denn eine Kabel? Dingsens? Eine was? Hier so eine Kabelrutsche. Oh, nein, habe ich nicht. Müsstest du dir aber eigentlich bauen können. Fei hat sich auch gerade gedacht, du hast für heute genug Musik gehört. So. Versuch Nummer 2. 4. So, Versuch Nummer 4 oder 3. Wir brauchen eindeutig mehr Speed. Oh oh. Glück gehabt. Also, ich habe fast die gesamte Strecke jetzt abgefahren. Der liegt an mir, ich bin zu blöd, das einfach richtig an dem großen Strommast anzuschließen. Das weiß ich nicht. Aber nee, bist du nicht. Weil mein, wie heißt es gleich noch? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Der Radarturm hatte auch nichts. Okay. Ja, ich bin schon gleich wieder zurück bei der Base, also da kann ich dann gleich mal gucken. Mhm. Und wahrscheinlich ist es der letzte Pfosten, den ich hier angeschlossen habe, der nicht funktioniert oder so. Wahrscheinlich.
Oh lol. Es ist der allerletzte Pfosten. Natürlich war es der letzte Pfosten. Und wie sieht's jetzt aus? Yep. Strom ist da. Nice. Dann können wir jetzt gleich zu Test Nummer 5 übergehen. Weil ich glaube, ich habe die Problematik gefunden. So. Die ersten fangen an zu arbeiten. Ups. Weiß ich, wofür ich die Rotoren brauchte. Die du mir gegeben hast? Mhm. Aber da ich in der Base bin, ist das egal. Okay. Versuch Nummer 5. Ups. Noch ein bisschen mehr Power. Was denn? Hallo. Hallo? Ah. Oh, hi. Hi. Ich hab mich hierher katapultiert. Uis. Warum kommt hier kein Schwefel an? Warum? Oh, hier. Achso. Ach, hier hast du Schwefel und Kohle. Okay. Ich dachte, zwei Kohle vorkommen. Nee.
Oh. Lol. Du hattest den Splitter verkehrt rumgebaut. Nee, der ist richtig rum. Aber die Kohle, du hast das nicht in Laufrichtung gemacht. Produziert hier auch nicht. Geht doch natürlich in Laufrichtung. Ja, guck. Es fließt mal. Ja durch, aber es geht nicht. Ja, weil du Seite auch raus. Guck mal, wo die Pfeile sind, wenn du wenn du einen Fließband in der Hand hast. Siehst du das bei mir im Stream? Hä? Ach so, oh, obala. Ja, du musst direkt auf den, aufs Fließband zeigen mit dem Splitter. Der snappt bei mir total komisch da dran, nur. Und du guckst auch direkt das Fließband an? Ja. Okay, dann sollte er eigentlich easy snappen. Immer noch nicht das Gefühl, dass das jetzt funktioniert, aber wie will 3? Ich mach das bitte. Habe ich das eben noch an mehreren Stellen? Ja. Total vielen. Schon wieder Kätzchen. Ich krieg's nicht hin. Hä? Kann mich doch nicht so blöd anstellen. Ja, und die restlichen sind in Ordnung. Okay. Ja, hier drüben muss ich gerade ganz viele wegmachen. Ja, okay, ich habe nicht direkt ans Förderband, sondern der hat sich die Plattform genommen, um da dran zu snappen. Genau. Da war das Problem. Deswegen stehe ich auch die ganze Zeit hier oben drauf, weil du dann direkt aufs Förderband guckst. Kann das denn bei dir hier wellig sein? Ach, da oben bist du. So sind alle richtig. Wunderbar. So, jetzt muss ich nur noch oben alles anschließen. Und dann werde ich das erstmal in 2 Doppellager pumpen. Da kann das dann hinterher zu den Drohnen. Ja.
gebracht werden. Wo kannst du mir denn Platz geben? Drohnen? Nee, für eine Schussrampe. Such dir einfach was aus, ich baue um dich drumherum, so wie es dir am besten passt. Ich könnte dann hier bis hier am Ende, dann könnte ich dich nach da schießen lassen. Ja, dann baue ich in die Richtung, wie die Container, und dann kann hier noch die Plattform für die Drohnen hinterhängen. Ja, ich denke mal, dass du so 3-4 Plattformen bauen wirst. Ja, ja. Schammer Slope. Noch da, okay. Ich hoffe, ich habe genügend Stoff dabei. Weißt du, wenn du Drogenprobleme hast, kannst du auch mit mir reden. Man findet für alles irgendeine Lösung. Okay. Sollte vielleicht auch einen Fusionator anstatt einen Splitter nehmen, ne? Ja. Was absolut nervig ist. Hau raus. Ständige Katzengejammer hier im Spiel. Ich hab hier kein Katzengejammer. Ja, ich weiß. Es ist nicht einfach nur gereicht, die Bilder abzuändern, mussten die gleich auch noch den Zaun von den Viechern abändern. Ja. Finde ich aber vernünftig. Also damit man damit die Leute, die den Baby-Modus anhaben, wenigstens noch genervt von dem Baby-Modus sind. Oh ja. Das Einzige, was du bei dem Katapult machen musst, ist ein bisschen Höhe halten und darauf achten, dass du nirgendwo gegenklatscht. Macht Sinn. Ich werde kläglich versagen. Lustig werden. Weil du hast einen ziemlichen Affenzahn drauf, muss ich sagen. So.
Oh. Du hast hier übrigens Strahlung. Ja, hier sind überall Uranwurzeln neben dran. So. Testen wir den Rückweg. Und nun der Rückweg. Oh oh. Ich bin jetzt über dem Bubble vom Space Elevator. Ups. Ich glaube, es waren zu viele. Ich bin jetzt am Space Elevator. Mhm. Es hat 21 Sekunden gedauert. Okay, ich falle am Space Elevator runter. Weil ich das ist ja sehr gut. Nee, ich habe total gebremst. Also ich denke, man kann da ein bisschen was abbauen. Okay. Heißt? Ja, so 2-3 von den Eingängen. Also es hat jetzt länger gedauert, runterzufallen, als hierher zu reisen. Gib ihm. So, testen wir nochmal. Ja, bei dem von unserem Lager aus, da muss ein bisschen mehr Wumms hinter. Und ich falle immer weiter. Oh, warte, kann ich auf dem Spacelift landen? Oh, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen spät gebremst und ich habe mein Achievement bekommen. Was denn? Überlebe mit knapp einem Punkt einen Sturz, einen Lebenspunkt einen Sturz. Hattest du schon hier von den Eingängen welche gelöscht? Ja, 2 Stück. Und wie weit bist du geflogen? Wenn ich nicht gebremst hätte, sehr weit. Also du kannst locker nochmal 2 wegnehmen. Okay. Ich stehe gerade auf dem Space Elevator drauf, es ist sehr lustig. Okay. Ich komme dich besuchen. Ich glaube, es hat genau gereicht, dass man auf dem Space Elevator landet. Lol. Jetzt ohne Flachs. Und verkackt. Dann vorbeigeflogen. Ja, leider. Ah, ich wollte da auch landen. Oh, oh. Okay, also bei der hier, ich glaube, der Punkt hier muss noch angepasst werden.
seid bereits seit 4 Stunden online. Okay, aber... Hilfe. Diese Reisemöglichkeit ist ja jetzt mal tiefenentspannt. Ja. Okay. Darf ich eine Sache bei deiner Verkabelung machen? Aber selbstverständlich. Das würde ich jetzt nur eben fix einmal tun, weil deine Fabrik ja noch nicht in Betrieb ist. Ja. Ich setze hier nämlich einen Prioritätsnetzschalter hin. Verdichtete Kohle. Und dann packen wir die hier hin. Oh Gott, was ist denn hier explodiert? Oh, auch nicht. Ach, da ist ja noch so ein Alpha-Spinnchen. Jo. Jetzt nicht mehr. Okay, also. Die Miner sind nicht an den Prioritätsschalter angeschlossen, sondern nur deine Fabrik an sich. Mhm. Um ganz sicher zu gehen, dass ich, wenn das, also ich glaube, ich möchte noch 1 oder 2 Container oben drauf setzen. Ja, der oberste ist schon fast voll. Ja, ja, deswegen meine ich ja. Oder alternativ kann ich das auch anders machen. Okay, dass hier einfach so eine Fläche ist. Ich dachte, man kann direkt auf dem laufen. Oh. Aber das Schienennetz sieht geil aus. Thank you.
So. Ich glaube aber, ich werde jetzt Feierabend machen. Ja, ich auch. Weil ich relativ früh angefangen und morgen kann ich dann richtig reinstarten. Mhm. Weil jetzt ist da hinten alles erkundet. Das heißt, ich brauche eigentlich nur noch die Zuglinie dahin führen, provisorisch. Den Bahnhof bauen und dann kann gestartet werden. Nice. Ja, ich hoffe jetzt, dass ich mit 8 Lagercontainern so halbwegs, also ich meine, wenn die voll sind, dann habe ich halt auch erstmal einen ganz guten Puffer. Mhm. Aber wenn ich mir überlege, dass also die stacken zu 100 und 6 von den Feldern brauche ich pro Minute. Nee, stimmt gar nicht. Oder? Doch. Genau, 600 verdichtete Kohle brauche ich pro Minute in meiner Fabrik. Mhm. Ist halt schon viel. Dann sollten die schon... Ja, das Problem ist halt, wie viel sollen die Drohnen denn rüberbringen? Das ist relativ einfach erklärt. Eine Drohne fliegt los und du packst da 3 Stück rein. Und wenn du merkst, okay, das Lager, das Zwischenlager, was du daher in deine Fabrik stellst, das ist leer. Ja. Das ist leer, obwohl noch keine Drohne angekommen ist. Dann brauche ich mehr Drohnen. Genau. Aber das macht Sinn. Und das machst du dann. Gerade funktioniert unsere Stromproduktion ja auch ohne das Kraftwerk. Ja, ja, also das ist ja eher so ein bisschen zukunftsorientiert. Aber ich denke mal, wenn wir nach und nach Fabriken anschließen, wird das ein bisschen mehr Strom ziehen. Ja. Yep. Vor allem, wenn ich überlege, wenn wir Aluminium haben. Dann machen wir Steuersystementwicklung, damit wir die Funksteuereinheit bekommen und dann die Luft- und Raumfahrt. Und dann müssen wir... verbesserte Aluminiumproduktion machen. Genau. No. Dann können wir den Miner MK3 freischalten. Genau. Also... als erstes verbesserte Aluminiumproduktion, dann Luft- und Raumfahrttechnik und dann zukunftsweisende Produktion. Ja. Obwohl, warte mal. Okay, nee, passt. Ja. Das wird noch ein bisschen was. Ja, ich meine, ich glaube Phase 4 ist ja die letzte, die wir abschließen können, aber die dauert halt auch noch ewig und 3 Tage, bis wir sie abschließen können. Oh ja. Ich meine, durch die ersten 3 Phasen sind wir verhältnismäßig, finde ich, schon noch relativ schnell durchgekommen. Ja, wenn man mal überlegt, das war vor 7 Tagen. Wir haben einfach erst vor einer Woche angefangen und guck dir mal, wie viel wir schon gemacht haben. Naja, aber das liegt zu, ich würde mal sagen, zu 98% am Server. Ja, auf jeden Fall. Also naja. Auf jeden Fall, ohne den Server hätten wir ja gar nicht so schnell so viele Ressourcen quasi gehabt. Ja. Mussten ja nur einmal nachts warten und schon war alles voll. Ja. So. Ja, also, ich werde mich jetzt verabschieden. Mm. Ich wünsche einen schönen Abend an den Stream, eine gute Nacht. Und dann schiebt man sich morgen vielleicht mit Mani zusammen, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht.
Morgen werde ich wahrscheinlich auch noch nicht streamen, aber Donnerstag. Aber ich bin auf jeden Fall wahrscheinlich wieder ein bisschen später da. Ja, ja. Ich dampfe mich da irgendwo entweder in den Discord rein oder in, dann machen wir wieder so einen Steam-Call. Das hat ja echt außerordentlich gut funktioniert, finde ich. Ja, und ich finde auch die Qualität erstaunlich gut. Ja, das auf jeden Fall. Bist du jetzt mit den Benzeln zurückgefahren, oder? Mit den was? Mit den Türmen. Nee. Okay. Ich bin geflogen. Das war auch das Beste, was wir machen konnten. Ist echt so. Geht einfach viel schneller. Oh ja. Wofür brauchten wir nochmal DNA-Kapseln, weswegen ich die nicht schreddern sollte? Nee, DNA-Kapseln brauchen wir nicht. Wir brauchen das Uhrzeug. Ach, die Protein-Dinger, ne? Genau. Weil es gefühlt sehr schnell passieren kann, dass wir die Inhalatoren brauchen. Ich hatte mich so darauf gefreut, alles zu DNA-Kapseln zu verwursteln. Ja, guck mal in die Sink rein. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Okay. Außer irgendwann für irgendwelche Statuen vielleicht, ne? Aber... Ja, ich räume mal eben die Elektroschneckchen alle aufeinander. Weil davon haben wir auch wieder einen Arsch voll. Hatte ich hier jetzt gerade eben noch irgendwas doch da? Ja, wir haben hier jetzt allein 46 Energiefragmente und noch sehr viele Schneckchen. Ja, ich habe auch gerade noch welche reingetan. Ja. So. So, Moment, in die Sink. So, genau, ich mach Feierabend, dann wünsche ich euch einen angenehmen Abend noch, ne? Und dann beschmocken. Cheerio, auf Wiedersehen. Tschö. Tschüss.